Willkommen im Reich des Bösen. Einen Tag bin ich Teil der Monsterfamilie. Es geht vor allen Dingen in die Beine. Welche Aufgabe ich dann noch spontan erfüllen muss. Und dann muss ich heute mitlaufen. Genau. Bühne frei für meinen monstermäßigen Auftritt. Es ist Halloween. Und im Moviepark Germany in Bottrop, da gruselt es schon ein paar Tage länger. Und vielleicht, liebe Zuschauer, haben Sie das schon mal mitbekommen. Die ganzen Menschen, die verkleidet als Monster und Zombies die Besucher erschrecken. Das Ganze nennt sich Scare Acting. Und ob ich das Talent zum Monster habe, tja, schauen wir mal. Noch schlafen sie, die Zombies und Dämonen. Heute Abend werden sie erwachen. Eine Gestalt ist aber schon unter den Lebenden. Ich bin Steffen. Elisa. Elisa, freut hi. Mich. Freut mich auch. Ich darf dich heute einen Tag begleiten. Ja, sehr gerne. Elisa führt mich zuerst ins Monster-Fitting. So nennt das Team den Raum, in dem die Darsteller ihr Kostüm aussuchen können. Viele aber haben ihr eigenes schon zu Hause zusammengestellt und kombinieren es, wenn nötig, noch mit einzelnen Kleidungsstücken oder Accessoires. Wie mein Outfit aussieht, Elisa hat da schon eine Idee. Vielleicht würde das hier ganz gut zu dir passen. Es haben einige auf der Street auch Lederjacken, aber so eine habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also die ist so ein bisschen speziell, also die sieht eigentlich cool auch aus, weil die so ein bisschen, ja, so ein bisschen spezieller ist. Wie ist das so mit deinem Kostüm? Hast du dann auch jeden Abend das Gleiche an oder wechselst du? Wie ist das bei dir? Also wenn ich auf der Street bin, habe ich immer das Gleiche an, genau. Also das, man macht sich ja auch Gedanken, also man erarbeitet tatsächlich vorher auch ein Konzept, also wenn man möchte. Und alles ist auch von mir selber. Also ich habe alles mir selber zusammengesucht und gebastelt und auch mir für das Make-up was überlegt. In welche Rolle Elisa schlüpft, erfahre ich später. Ich soll heute Abend ein Mitglied einer Bande spielen. Und dafür die passenden Klamotten zu finden, ist gar nicht so einfach. Wir brauchen, glaube ich, noch eine Hose, ne? Ist da eine Hose bei? Wie viele Hosen, Jacken oder Hemden hier hängen, wissen die Verantwortlichen selbst nicht. Es sind einfach zu viele. Nehmen wir das einfach mal mit, gerne. Probieren das an und schauen, ob das irgendwie wirkt. Ja. Weiter geht's in eine Halle nebenan. Hier schminken sich später die Darsteller und ziehen sich um. Schon gut, ne? Danke. Dein Kostüm? Es war auch einiges an Arbeit. Vor allen Dingen, das denkt man gar nicht, aber diese ganzen kann man das Scratches einfach, hier. Kann man das schon mal zeigen? Ja, wenn du magst, klar, gerne. Also ich finde das, also mal ehrlich. Und das ist alles von dir, hast du vorhin gesagt. Genau, ne? Ich habe natürlich von den lieben Kollegen, Freunden Hilfe bekommen, die schon lange dabei sind. Die haben mir Tipps gegeben, was ich so verändern kann. Und ich habe was aus meinem Bastelsammelsurium einfach dazugenommen, ein bisschen noch was eingekauft und ein paar Ideen umgesetzt. Genau. Cool. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr. Von Mitte September bis Mitte November veranstaltet der Moviepark Germany in Bottrop das Halloween Horror Festival. Dann mischen sich etwa 270 Scare-Actor, also Erschrecker, unter die Besucher. Entweder in den Horrorhäusern oder im Park verteilt, was hier Street genannt wird. Dieses Jahr gruselt es hier schon zum 24. Mal. Also ab da vorne ist ja jetzt der Acid Rain Bereich und hier wird es natürlich gleich richtig voll, also das ist jetzt noch gar nichts. Und ja, du bespielst die Leute dann halt von hier und gehst dann hier durch und vielleicht fällt dir auch irgendwas ein aus Filmen, die du geschaut hast oder Theater oder sonst irgendwie was du denkst, das ist gruselig und dann musst du halt voll reingehen. Also nicht nur halb, sondern das wirklich als ob du das bist machen und das ist dann... Ich muss es fühlen. Genau. Ich muss es fühlen. Du musst es fühlen, genau. Und dass die 36-Jährige vor meinem Einsatz noch eine etwas andere Überraschung für mich hat, ahne ich hier noch nicht. So, ich ziehe mich jetzt um, aber das mache ich allein. Zurück aus der Zauberkugel, schnell die Hosenträger an und ran ans Make-up. In meinem Gesicht soll eine große Schnittwunde entstehen. Jetzt zerreißt du das Taschentuch in die einzelnen Lagen. Also du nimmst hier eine Ecke und ziehst die jetzt auseinander. Ich helfe dir schon mal mit dem anderen. Das kann ja jetzt dauern. Ich krieg das nicht auseinander. Dass Elisa die nötige Erfahrung mitbringt, zeigt sich schnell. Die Duisburgerin ist schon das dritte Jahr dabei. Ich möchte wissen, was Elisa am Scare Acting reizt. Nachdem ich meinen Freund kennengelernt habe, der ist 13 Jahre dieses Jahr hier und
dann halt irgendwann erfahren, also hat er mir erzählt, dass er halt hier jedes Jahr mitmacht und war dann aber auch erstmal als Gast die ersten Jahre dann dabei und fand das halt super cool, weil ich sowieso Halloween mochte und Horrorthema. Ja, habe ich mich beworben und das hat dann geklappt und ja, dann war ich halt dabei und es macht mir sehr viel Spaß. Auf meine Wangen trage ich jetzt flüssiges Latex und jeweils 3 Lagen Taschentuch auf, immer im Wechsel. Und auch Elisas Kostüm lässt sich langsam erahnen. Sie schlüpft in die Rolle der Freiheitsstatue. Wer hier als Darsteller arbeiten will, muss ein Casting bestehen. Das findet einmal im Jahr statt. Wer mit Kostüm, Make-up und seinem Talent überzeugt, darf dabei sein. Wie viel ein Scare Actor verdient, bleibt ein Geheimnis. Das ist schon anstrengend. Also es geht vor allen Dingen in die Beine, klar, weil du bewegst dich die ganze Zeit, Oberschenkel, je nachdem, wie du dich dann noch weit runterbürgst, was du machst, wo du draufkletterst. Also wir gehen auch manchmal dann auf die Mauern drauf und so. Und ja, schon. Oder du rennst hinter Gästen her, das geht auch. Natürlich jetzt nicht komplett durch den Park verfolgen, aber so bestimmte, wenn es Spaß macht. genau, das ja, ist auf jeden Fall Körpereinsatz. Manchmal ist es sogar nur das Aussehen der Monster, das die Besucher in Angst und Schrecken versetzt. Viel müsse da dann gar nicht mehr gemacht werden. Jetzt nimmst du die Schere und schneidest das Latex auf. Ist gut. Ja? Ja. Mhm. Sieht schon geil Perfekt. Aus. Ja. Und jetzt? Also bei dir meine ich. Nein, bei dir auch. Um die Wunde im Gesicht alt aussehen zu lassen, kommt auf die Taschentücher erst schwarze Farbe, dann noch dunkles Rot. Der Schnitt wird gleich noch mit Theaterblut gefüllt. Apropos Blut, allein in diesem Jahr verbrauchen die Darsteller fast 2000 Liter. Leg mal deinen Kopf mit der Wange. Ja, genau, dass ich erstmal so ein bisschen reinfüllen kann. Genau, ein bisschen mehr zu mir kannst du kommen. Dass ich so ein bisschen in die Wunde reinfülle und dann lassen wir gleich auch was rauslaufen. Ein paar Sprüher ins Haar, ein bisschen Blut ins Gesicht. Bin da, kann losgehen. Wobei, da war doch noch diese Überraschung. Wir haben seit diesem Jahr einen Walk und dafür gibt es eine Choreografie. Die zeige ich dir jetzt und das macht sehr viel Spaß. Das ist dann diese Parade am Anfang. Richtig. Und dann muss ich heute mitlaufen. Genau. Ihr macht Sachen, okay. Kurz vor 18 Uhr. Die Monster stehen bereit. Der Marsch kann beginnen. Dauert die Performance, dann geht's in unseren Themenbereich der New York Streets. Wichtig, während des Spiels dürfen wir nicht aus der Rolle fallen. Parallel müssen wir aber auch immer wieder auf Besucher mit roten Lichtern achten, denn die dürfen wir nicht erschrecken, zum Beispiel, weil sie nicht erschreckt werden wollen. Thank you.
Mit der Zeit bekomme ich ein Gefühl für mein Acting und die Reaktion der Besucher. Oft reicht einfaches Stehen und Starren aus, um Besucher zu fesseln. Anderen wiederum renne ich hinterher. Und zwar lange, sehr lange. Was ist ein Zwischenfazit von dir? Wie mache ich mich? Also ich muss wirklich sagen, jetzt ohne, dass ich das aufgesetzt sage, dass du hast es von Anfang an, warst du dabei. Also das ist wirklich direkt umgesetzt und das hat man auch gemerkt. Also die Leute haben sich halt auch sofort erschreckt und du hast den Moment, du kannst die Momente gut abfassen und ja, man versteht mich nur so halb. Dann mache die Zähne mit dem Alten, da kommen die Dritten. In meiner Monsterrolle darf ich total kreativ sein. Alles, was gruselig ist, darf ich ausprobieren. Nur die Besucher anfassen, das ist nicht erlaubt. Das gilt übrigens auch andersherum. Werden Besucher zu aufdringlich, können sie aus dem Park geschmissen werden. Normalerweise gruselt es hier bis 10 Uhr abends. Für mich ist aber schon um 8 Uhr Sense. Wegen der Dunkelheit sieht die Kamera nichts mehr und dann fängt es auch noch an zu regnen. Wir retten uns ins Trockene. Man darf es nicht zu laut sagen, aber ich würde tatsächlich vielleicht gerne mal wiederkommen. Yeah! Also es war schon ein großes Kino. Ja, cool. Lass erstmal an dich zurück, deine Raffel. So, wir machen jetzt Feierabend und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Schminken, tanzen, erschrecken. Und das einen Tag beim Halloween Horror Festival im Moviepark. Und ja, es war der Wahnsinn. Und falls Sie sich auch mal von den Darstellern erschrecken lassen wollen, bis zum 13. November haben Sie noch Zeit. Tickets gibt's ab knapp 40 Euro.